gehe davon aus, dass man jetzt, sage ich mal, eine Ebene findet, auf der man vernünftige Gespräche führen kann, wo man seine Interessen ganz offen auf den Tisch legt und dann versucht, auch Kompromisse zu finden und auch neue Lösungen für die Probleme in der ganzen Welt, die eben beide betreffen, Europäer wie Amerikaner und auch den Rest der Welt. Da geht es zum Beispiel um Fragen der Handelsbeziehungen. Es kann nicht sein, dass eine Seite auf einmal nur um den verhinderten Strukturwandel im eigenen Lande zu verstecken, mit Strafzöllen droht. Sowas tut man einfach nicht. Auch da müssen die Europäer dann auch mal Kante zeigen. Das Oberziel muss sein, dass man mit guten Regelungen und Kompromissen zueinander findet. Ich glaube, und die Veranstaltung heute jetzt zum Spezialthema Cybersecurity, dazu gäbe es jetzt sehr viel zu sagen, aber selbst dieses Spezialthema hat besonders viele Besucher heute angezogen und zur Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit gebracht. Das zeigt doch eigentlich, dass den Menschen jetzt nochmal bewusst geworden ist, wie wichtig die transatlantischen Beziehungen sind, und dafür interessieren sie sich. Und ich denke, bei diesem Thema, das ist ein sehr schönes Thema, weil es zeigt zwei Seiten. Die eine Seite ist, dass wir natürlich uns mit den Amerikanern zusammentun müssen, weil wir gerade bei der Cyberkriminalität, Cyberterrorismus sozusagen eine gemeinsame Bedrohung haben. Auf der anderen Seite müssen wir natürlich aber auch mit den Amerikanern über Freiheit und Werte, ja, und deren Verteidigung sprechen. Ich könnte sogar noch einen dritten Punkt hinzufügen. Sie haben vorher gefragt, was sollen die Europäer eigentlich mit einbringen? Da sind Vorwürfe sicherlich berechtigt, dass gerade hier in Deutschland wir in der Digitalisierung sozusagen noch im Steinzeitalter sind. Ich habe jetzt etwas übertrieben. Aber da muss natürlich auch Europa einmal sehen, dass es ein, sagen wir mal, ebenbürtiger, im technologischen Sinne, Partner für die USA sind.